Es gibt ein Thema, Stichwort Ton, das in unserer Branche seit Jahren sehr kontrovers diskutiert wird: Nuscheln im deutschen Film. Ich möchte gleich sagen, ich bin eine Befürworterin des Nuschelns. Warum? Ich bin aufgewachsen in den 50er, Anfang 60er Jahren mit deutschsprachigen Filmen, in denen stark überartikuliert wurde. Das wirkte künstlich und ging mir tierisch auf den Wecker. Nuscheln war ein Angriff auf das Wertesystem der Erwachsenen, die ja einem immer sagten: Sprich deutlich, sitz gerade, leg die Hände auf die Bettdecke. Und wenn jemand diese Gebote unterlaufen hat, dann war das einfach sexy. Elvis Presley hat bahnbrechend und wegweisend genuschelt. Das war großartig, wir haben das immer wieder gehört. Elvis sang so, wie James Dean geguckt hat. Man nennt es Synästhesie. Ich möchte es ja einfach mal auf den Punkt bringen und sagen, Elvis Presley war letztlich der Hans Moser des Rock'n'Roll. Oh yes, I gotta do. Come on, baby. Make the party takes two. Oh yes, I gotta do. Okay, okay, okay. Ich wollte ja nur sagen, Elvis Presley ist schuld dran, dass ich dem Nuscheln im deutschen Film nach wie vor aufgeschlossen gegenüberstehe. Die Lola für die beste Tongestaltung geht an What was that? Aber schön. Super, ich bin ja immer für Musik auch sowieso. Also, die Lola, ich kann es nicht lesen, ich habe meine Lesebrille nicht mit. Och. Nein, kleiner Scherz. Die Lola für die beste Tongestaltung geht an Jonathan Shaw, Dominik Leube, Gregor Bonzo, John Gürtler für den Film Niemand ist bei den Kälbern. Vielen Dank. Danke, liebe Weidemann Bros. Danke, liebe Sabrina. Leider kannst du heute nicht hier sein, dass du da auf dem Nachtdreh bist. Wie wichtig die Tongestaltung in deinen Filmen ist, in deinen Drehbüchern auch. Sieht man vielleicht am besten daran, dass du sogar deinen Komponisten dazu gebracht hast, bei diesem Film gemeinsam mit uns durch Geräusche und durch Sound zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass du hier mit uns stehst heute, John. Danke an unseren Geräuschemacher Louis Scheffend, das gesamte Soundteam, Volker Armbruster, Marc Fragstein, Lars Wienkamp-Marquez, Martin Gehrig, Tobias Adam, die gesamte Rote Filmfamilie, vielen, vielen Dank für die ganze Liebe, die in eure Arbeit steckt. Und genau darum geht es heute Abend. Es geht um Menschen, die dafür brennen, Geschichten zu erzählen. Menschen, die Geräusche aufnehmen, die Haare an Perücken knüpfen, die Scheinwerfer aufbauen, die Schärfen verlagern, die darstellen, assistieren, gestalten, ausstatten. Und am Ende, wenn die Geschichten erzählt sind, dann laufen die meisten dieser MacherInnen des Films nicht mit über rote Teppiche. Viele sind heute Abend nicht hier. Sie nehmen nach getaner Arbeit keine Lola mit nach Hause, sondern ein ehrliches Drehschlussbier. Und die Gewissheit, an dem Abend etwas erschaffen zu haben. Und deshalb geht unser größter und herzlichster Dank an die FilmemacherInnen. Vielen Dank.